Ja, hallo zusammen zu unserem spirituellen Heute-Journal. Diesmal etwas verspätet aufgrund von technischen Problemen. Das gibt es ja immer wieder in der Welt. Diesmal war, glaube ich, der Hund schuld. Aber der hat es nicht gewusst, dass er den Ausknopf gedrückt hat. Ich habe heute an meiner Seite einen sehr interessanten Menschen, mit dem wir gleich mal sprechen über sein Leben, seine Erlebnisse und über sein Buch. Michael Tschida, müsste fast sagen, ein Mann, der mehrere Talente scheint mitgebracht zu haben in seiner Inkarnation. Einmal als Model unterwegs gewesen, gleichzeitig aber auch jemand, der mystische oder fast spirituelle Bücher schreibt. Oder sein erstes Buch, Das Geheimnis des Windes, Erwachen, über das wollen wir heute sprechen, was ihn so umtreibt, wieso, dass er heute bei mir auf der Sendung ist, was seine Beweggründe sind und was uns zu sagen hat. Hallo zusammen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo liebe Zuschauer, lieber Nepomuk. Schön, dich zu sehen und mit dir mal über mein Buch und mein Leben zu reden. Freut mich sehr. Du bist als Autor ja relativ neu, oder? So lang schreibst ja du noch nicht. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja deinen Lebensunterhalt, sagen wir mal, mit dem alten Weltbild, sage ich jetzt mal, auf der Art und Weise verdient, was ich auch früher gemacht habe, auf andere Art und Weise. Ich habe Marketing gemacht und du hast eben dich als Model zur Verfügung gestellt, damit bestimmte Produkte gekauft werden können. Mit Sicherheit auch ein interessanter Beruf. Aber es ist ja in deinem Leben etwas passiert, sonst würdest ja du nicht Bücher schreiben, wo es um Leben geht, die über mehrere, oder eine Liebe, über die es über mehrere Leben geht. Ja, das ist richtig. Ich schreibe allerdings schon ein bisschen länger. Das ist bei mir auch ein Prozess gewesen. Also ich habe mit Anfang 20 einfach mal angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben, was ich in dem Alter bis jetzt so erlebt hatte und wie ich die Welt sehe. Und dann ging es vor allem um so eine Art Perspektivenwechsel, dass man nicht nur eine Perspektive einnimmt, sondern wirklich auch mal die vom Gegenüber und andere Themen als nur so das, was so Mainstream damals so lief. Und da habe ich mir diese Notizen habe ich mir gemacht und später wieder aufgegriffen in dem aktuellen Buch. In der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Gedichte geschrieben, eine Fabel. Und was mir aber da gefehlt hat an dieser ganzen Schriftstellerei im Geheimen, war dann ein Konzept, was ich raus in die Öffentlichkeit bringen konnte. Also ich wollte nicht einfach nur in jungen Jahren irgendwelchen älteren, erfahrenen Leuten meine sogenannten Weisheiten vors Gesicht knallen, sondern ich wollte das auf eine andere Art präsentieren, dass es auch möglichst viele Leute trifft, dass man alle Generationen erreicht und möglichst auch noch mit einer Spannung, also mit einem Unterhaltungsfaktor. Einfach nicht nur trockene Fakten, sondern auch das, was man sonst sich im Fernsehen ansieht, aber mit einer Botschaft dahinter. Nur so, denke ich, erreicht man auch Leute, die sich sonst vielleicht nicht mit diesen Themen beschäftigen würden, vielleicht so zwischen den Zeilen. Und auf dem Weg dahin, das Buch zu veröffentlichen, dass dieses erste Buch, dass so diese ganzen Themen, die mich da bis dahin beschäftigt haben, fast schon zusammenfasst und mit einem roten Faden verbindet. Bis dahin habe ich als Model gearbeitet. Also ich habe, wie du, im Marketingbereich dann gearbeitet, nur halt vor der Kamera und habe meinen Lebensunterhalt so verdient, weil es einfach eine Art war, möglichst viel Freizeit noch zu haben und sich mit diesen anderen Themen beschäftigen zu können. Also ich habe mal 1, 2, 3 Drehtage die Woche gehabt und die restlichen 4 Tage, die bestanden ja nicht nur aus Akquise und E-Mail-Verkehr und sowas, sondern da hat man auch wirklich Zeit gehabt, sich anderen Themen zu widmen, was ja heutzutage auch so ein bisschen verhindert werden soll, dass man diesen 8, 9, 10 Stunden Tag hat, nach Hause kommt, von der Arbeit total platt ist und dann abends am liebsten nur noch auf die Couch geht und irgendwas konsumiert.
aber nicht mehr kritisch hinterfragt, ist das überhaupt das Leben, was ich führen will? Was geschieht da mit uns allgemein und wie, was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Und ja, das ist ja auch das Spannende dabei. Darum bist du ja vielleicht auch bei mir in der Sendung hier reingerutscht oder auch bewusst hier reingenommen, weil in der Regel geht ja meine Zielgruppe mit 35, 40, also in der Regel sind sogar noch älter, in Anführungsstrichen, halt, erfahrener erst los. Jüngere unter 35 interessiert sich für diese Sendung, für diese Themen eigentlich, also auf meinem Kanal eigentlich niemand. Ich verstehe das auch, weil eben junge Menschen hier nach der Pubertät, erste Liebe, Arbeit, Studium, Karriere machen, da haben die ganz andere Themen im Kopf, als wir schon über Themen für erweiterte Realität oder gar Reinkarnation oder mehrere Leben zu überdenken und was mache ich hier, komme ich hier mit einem Sinn hierher oder bin ich hier zufällig geboren? Diese Fragen stellen sich da noch nicht. Aber das haben sich ja bei dir, wenn du sagst, mit 20 schon begonnen, auch diese Fragen zu stellen. Wo kommt es her? Das würde mich interessieren. Ich wollte nicht diesen klassischen Weg beschreiten, Schule, Ausbildung oder Studium, Arbeit, Heirat, Hausbau, Kinder, Tod, Rente, Tod und vielleicht, wenn man Glück hat, hat man noch was von der Rente. Vielleicht kommt das von meiner Mutter, die sich auch sehr mit Spiritualität beschäftigt hat, dass sie mir vielleicht in diesem Bereich ein Vorbild war. Aber ich habe auch immer schon, wie das auch viele Teenager so instinktiv tun, vieles hinterfragt. Es heißt ja immer, das ist dann so die Trotzphase im jugendlichen Alter und Hauptsache dagegen. Aber vielleicht ist das auch so in einem angelegt, dass man sich so ein bisschen wehrt, alles direkt anzunehmen, bevor man nicht selbst seine Erfahrungen gemacht hat und sich selbst seine Gedanken gemacht hat. Und das ist so ein bisschen, finde ich, meine Intention, dass jeder mal anfängt, selbst nachzudenken, statt irgendeine vorgefertigte Meinung zu übernehmen. Also ich denke, dass das so der Antrieb bei mir war. Ja, ich glaube, ein Schicksalsschlag war ja auch, weil du warst ja deine Mutter sehr zugetan, auch der Tod der Mutter, da warst du ja, glaube ich, mit dabei. Ja. Hat dich dann das bewegt, hier noch tiefer reinzusteigen? Ja, ganz, ganz klar. Also ich muss dazu sagen, als meine Mutter krank wurde, war dieses Buch, Das Geheimnis des Windes Erwachen, schon geschrieben. Das Tragische ist, ich habe es meiner Mutter gewidmet, als sie auch noch nicht krank war. Und sie konnte es leider nie lesen. Also ich habe mit dem Verlag, das ist immer eine längere Sache, bis das lektoriert ist, das Buch, bis ein Cover gefunden wurde und bis dann der Veröffentlichungstermin da ist. Und in dieser Zwischenzeit ist sie dann leider verstorben. Ich habe ihr dann, ja, weil ich das schon geahnt hatte, habe ich ihr mal die ersten 50 Seiten zu lesen gegeben wenigstens. Und da war sie sehr gerührt und auch mit dieser Widmung, als hätte ich es irgendwie geahnt, dass da irgendwas kommt. Also wir hatten ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, so eine Art mediales Schreiben, was ich vielleicht irgendwie da entwickelt hatte, weil diese ganze Geschichte, die man jetzt lesen kann, die stand halt schon komplett bis halt auf dieses finale Lektorat, bevor meine Mutter, mein Stiefvater, meine beiden Opas krank wurden und dann gestorben sind. Also vor dieser sehr schwierigen Zeit, als hätte irgendwas mich vielleicht darauf vorbereitet. Und da bin ich jetzt im Nachhinein auch sehr dankbar dafür, dass ich mich im Vorfeld dann schon selbst getröstet habe, um diese Zeit überhaupt zu überstehen. Also dass meine Mutter es im Endeffekt nicht komplett lesen konnte, ist dann das Tragische daran. Aber ich bin mir sicher, dass sie es auf irgendeine Art und Weise dann doch jetzt mitgekriegt hat. Ja, genau. Also da gehen wir gleich mal tiefer rein in dieses Thema. Von was handelt denn dein Buch? Du sagst ja, ich möchte jetzt kein Fachbuch schreiben zum mystischen oder zu Themen von der erweiterten Realität, sondern einen Roman. Und dein Roman, mich hat das erinnert, ich habe noch nicht ganz gelesen, aber liest sich sehr, sehr flüssig und sehr emotional. Und da geht es ja um eine Liebe, oder? Wie so oft im Leben. Ja, genau. Da geht es um eine sehr große Sehnsucht nach einer Liebe, die man sich nicht erklären kann oft. Das hat auch so ein bisschen autobiografische Züge. Man sehnt sich nach etwas, was man noch gar nicht vielleicht kennt in dieser Form, aber es ist tief in einem drin. Und ich denke, so geht es vielen Menschen, die diese Liebe vielleicht noch nicht gefunden haben. Und das ist auch dieses Autobiografische, was ich damals geschrieben habe, was ich da verarbeitet habe. Das ist eins der Themen. Und ich
dachte mir damals auch, dass das vielleicht so der gemeinsame Nenner für viele Menschen ist, weil worauf kommt es im Leben an? Auf Liebe. Liebe kann alles verändern. Und mit Liebe können wir ja auch die Welt verändern. Und dann war das der rote Faden dahinter. Ja, ich kenne diese Geschichten tatsächlich aus anderen Lektüren von Brian Weiss, der über seine psychiatrische Rückführungsarbeiten mit Menschen mit Traumata immer wieder auf Liebesgeschichten gestoßen ist, die über mehrere Generationen, über mehrere Leben, wo immer wieder die Personen gewechselt haben in ihren Rollen, eben dich zum, sage ich jetzt mal, zu einem Happy End zu führen, das in vielen Leben gedauert hat, bis es endlich, sage ich mal, tatsächlich auch gehalten hat und nicht irgendwie wieder durch Mord oder Totschlag oder sonstigen Unglücke die Liebe entrissen wurde. Und ähnlich ist ja auch bei dir in diesem Buch, oder? Ja, es ist ein Drama in dieser Geschichte. Es ist für den Protagonisten sehr schwer, diese Liebe, nach der er sich sehnt, zu finden. Er fühlt sich in dieser Welt nicht richtig. Er fühlt sich fehl am Platz, obwohl er anfangs der Geschichte noch sehr jung ist. Also ich habe das gegliedert in verschiedene Lebensabschnitte, immer 7 Jahre dazwischen, weil der Körper sich ja in 7 Jahren umbaut oder komplett erneuert. Also ist ja der Protagonist ist zu Beginn 14 Jahre, dann 21, dann 28. Und relativ früh am Anfang der Geschichte trifft der Protagonist eine alte Frau und hilft ihr. Also es geht auch um dieses altruistische, um diese alten Werte. Ein junger Mensch verkörpert trotzdem alte Werte. Das ist dieser Kontrast, den ich aber häufig auch von diesen jüngeren Generationen sehe. Also das sind ja die sogenannten Indigo-Kinder. Und diese alte Frau als Dank führt ihn zurück in ein früheres Leben. Also es stellt sich heraus, dass die Frau eine Schamanin ist, dass das nicht irgendeine alte Frau mit Gebrechen ist, die gerade Hilfe gebraucht hatte. Und diese Schamanin zeigt dem Protagonisten Leo, dass diese Sehnsucht nicht von ungefähr kommt, dass die Narbe, die er am Körper hat, auch nicht aus diesem Leben stammt, sondern aus einem vorherigen Leben und dass da noch ganz viele andere Dinge auf ihn warten. Und so begibt er sich einfach mal auf diese Reise. Das kann man sich vorstellen, eine Rückführung wie eine geführte Meditation. Im Buch ist das natürlich sehr lebendig erzählt, der ist dann wirklich in dieser Zeit und erlebt alles aus Sicht eines germanischen Kriegers. Also es ist total überraschend für einen jungen Mann von 14 Jahren, dass er auf einmal als erwachsener Krieger erwacht, was auch wieder autobiografische Züge hat, kommen wir später noch dazu. Und in diesem Leben hat er tatsächlich eine Verlobte, die er heimlich trifft. Also man erlebt da die germanischen Strukturen, dass man während Kriegszeiten damals nicht heiraten durfte und die Germanen haben sich mit den Römern im Krieg befunden. Also es spielt um circa 0, also um Christi Geburt. Und tragischerweise, kurz bevor er sie dann wirklich heiraten kann, verstirbt sie und er und er erwacht mit diesem Wissen, sie kurz vor der Heirat verloren zu haben, wieder als 14-jähriger Junge. Weiß immer noch nicht, wo ist denn jetzt diese Liebe, nach der ich mich sehne? Ich weiß jetzt, nach wem ich mich sehne. Wenn ich schon mal gelebt habe und ich jetzt wiedergeboren bin, dann muss sie ja vielleicht auch wieder leben. Man trifft ja bestimmte Seelen immer wieder, dann fühlt man sich direkt vertraut mit dem Gegenüber. Und über irgendwelche Wege, wie jetzt vielleicht auch bei uns, zieht man sich an und will dann miteinander in Kontakt treten. Und so ist das dann auch vor allem bei diesen großen Lieben, bei der ewigen Liebe, wie ich es da beschrieben habe. Aber im Allgemeinen auch bei Bekannten kann das auch passieren. Oder man trifft jemanden auf der Straße und der schaut einen böse an oder kann einen nicht leiden, obwohl er einen gar nicht kennt. Kann sein, dass man im früheren Leben irgendeinen Disput mit ihm hatte, ihm den Kopf abgeschlagen hatte oder irgendwas. Es gibt ja diese Menschen, die man einfach nicht leiden kann. Man weiß nicht richtig, warum. Es ist einfach nur ein Gefühl. Das kann dann auch aus früheren Leben stammen. Ja, du sprichst ja auch von autobiografischen Zügen, soweit ich sie gesehen habe.
ist ja auch dein Wunsch zu einer Liebe ja relativ lange, sage ich jetzt mal. Ja, so lange auch nicht, weil du bist ja noch relativ jung, in Anführungsstrichen. Aber du hast auch gedacht, du findest sie nicht. Das stimmt. Ich war auch schon 31, als ich meine jetzige Frau getroffen habe. Das war ja wie das Universum so spielt, kurz nach dem Tod meiner Mutter, also wirklich noch keinen Monat danach, 3 Wochen danach, habe ich auf einmal meine Frau getroffen, meine jetzige, als hätte der Himmel sie mir geschickt. Also in der schwierigsten Zeit meines Lebens, zu diesem Zeitpunkt waren meine beiden Großväter gestorben, mein Stiefvater war verstorben und meine Mutter, alles innerhalb von 1,5 Jahren. Und das waren so die engsten Menschen in meinem Leben. Und dann auf einmal kommt nochmal so ein wichtiger Mensch, auch der wichtigste Mensch aus einem früheren Leben, kommt dann wieder zu mir, um mit mir dann auch ja, die Familie zu gründen, nach der ich mich da gesehnt hatte und die ich auch schon mal hatte. Denn wie sich dann herausgestellt hat, nachdem das Buch veröffentlicht war, über diese Liebe, die man wieder trifft und die man dann wieder findet, habe ich selbst eine Rückführung gemacht. Und in dieser Rückführung kam dann raus, dass die Frau, die ich dann, das war gerade einen Monat nach der Hochzeit, die ich geheiratet habe, dass die wirklich auch im letzten Leben oder in dem Leben, was mir da gezeigt wurde, meine Frau war. Das Das ist war, dass natürlich schon wir, sensationell. Da sieht man ja. diese Zufälle und diese Synchronizitäten. Und du schreibst ein Buch über etwas, wo du denkst, es ist fiktiv, und dann plötzlich kommt im Nachgang also autobiografische Züge rein, oder? Ja, ganz genau. Das war dann ein Leben. Da war ich ein Samurai-Krieger in Japan. Hätte ich nie drauf kommen können. Ich bin da bei dieser Rückführung dann in diesem Leben erwacht, nenne ich es. Ja. War ich auf einmal ein kleiner, dicker, japanischer Junge. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? War ich am Anfang sogar enttäuscht. Warum bin ich jetzt ein kleiner, dicker Junge? Und warum hier in Japan? Und dann war das aber so, dass ich das ist, glaube ich, oft so bei Reinkarnation, bei Rückführungen, dass man das chronologisch erlebt. Also, dass man wirklich dann im Kindesalter oft beginnt und dann so Zeitsprünge erlebt von den wichtigsten Stationen. Und da hat halt dazu gehört, dass ich zuerst als kleiner japanischer Junge angefangen habe und die großen Samurai-Krieger nur bewirtet habe und beneidet habe. Und später war ich dann selbst ein legendärer Samurai-Krieger und habe meine Dienste angeboten in Japan, um über die Runden zu kommen. Und obwohl das eigentlich gar nicht dem Kodex damals entsprach von einem Eben, ich denke mal, Samurai-Krieger. als Söldner Ja, ist es ja auch war noch hin. schrecklich. Und deshalb war ich umso froher, als ich dann auf diesen Irrwegen meine Frau getroffen habe und als ich die dann gesehen habe, haben wir uns auf eine Bank gesetzt. Und, die erste Begegnung war dann, als würde die Sonne aufgehen. Also ein ganz, ganz helles Licht und ein Wärmegefühl in meiner Brust, was ich dann auf dieser Rückführungsliege, auf dieser Therapiebank auch gespürt habe. Mir sind die Tränen gekommen und ich wusste direkt innerhalb von einer Millisekunde, das ist sie ja, das ist ja meine Frau. Das war sensationell. Und so haben wir dann auch, dann habe ich das Samurai-Schwert an den Nagel gehängt. Das stand dann auf unserer Kommode in unserem Haus. Also wir hatten dann so eine Art Mühle und haben als Selbstversorger, schätze ich mal, gelebt. Und das war dann das Ende des Söldnertums und das Familienleben hat begonnen. Ja, mit 3 Kindern, mit Hund, mit Katze. Und das Verrückte war, sogar meine jetzigen Schwiegereltern kamen dann als Japaner zu Besuch. Und ja, das war für mich das Größte, weil ich sie auch meine Schwiegereltern sehr, sehr gerne in der Nähe habe. Und das ist für mich das Schönste, wenn die zu Besuch kommen und wenn wir jetzt gemeinsam die Abende verbringen. Ja, das Spannende dabei ist, dass so viele Menschen sagen, okay, das ist jetzt eine Geschichte, das mag jetzt alles Zufall sein, das mag ja sein, dass man sich das Leben so schönredet oder hinredet. Aber ich denke, wenn man mit Gerhard Hüther, der gerade ein neues Buch geschrieben hat, auch zu dem Thema, dass wir wieder mehr in dieses Herz, in dieses Gefühl, das ja unsere Gesellschaft eigentlich völlig herausgemittelt hat, weil gesagt haben, wir haben hier den Verstand und dieser Verstand ist derjenige Kompass, mit dem wir ja unsere Zivilisation aufbauen, aber dieser Verstand hat uns in eine Lage gebracht, die eigentlich
ja, schrecklicher, sage ich jetzt mal, noch gar nicht sein kann. Viele haben vielleicht noch gar nicht begriffen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in das Herz, genau in dieses Gefühl, wo man sagt, hier habe ich eigentlich Informationen in die Verbindung von vielen Leben miteinander, zur Verbindung zur Seele und zur Ewigkeit. Und das hast du gespürt. Und das ist natürlich schon auch eine spannende Geschichte. Ja, ich habe da auch sehr früh schon angefangen, auf mein Herz zu hören oder es zu versuchen. Also ich war dann auch im Teenageralter eher ein Kopftyp, nur Fakten zählen. Und da habe ich mich dann auch dazu entwickelt. Ich habe gesagt, nee, das kann es nicht sein. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Und da habe ich immer mehr versucht, aufs Herz zu hören. Und das Herz lügt nie. Das Gefühl ist immer richtig. Und Ja, genau. nur deshalb bin ich jetzt an diesem Punkt meines Lebens, wo ich jetzt stehe. Und dann bin ich auch sehr froh drüber. Ich möchte mal kurz deine Seite einblenden, weil wenn die Menschen sagen, okay, wie schaut denn das Buch aus? Sie haben es. Michael Tschida, Das Geheimnis des Windes, Erwachen. Und es gibt es wahrscheinlich überall zu bekommen, auch natürlich bei dir auf deiner Seite. Hier ist das auch ein bisschen beschrieben und so weiter. Genau. Ja, Wie viele das. Seiten hat es denn? Also genau zu Weihnachten zum Lesen, oder? Wenn man in die Romantik gehen will, oder? In die Ja, Ruhe. also ich habe es extra ein bisschen umfassender verfasst. Also es hat 600 Seiten, weil ich nicht nur irgendwelche Dinge mitteilen wollte, sondern auch unterhalten will. Und es steckt so viel drin, das hätte man auch in drei, vier Bücher packen können. Ja, ich wollte es halt alles auf einmal loswerden, kann Ja, man aber sagen. das scheint ja so zu sein, dass tatsächlich ein bisschen diese Spirits durch dich ein wenig gewirkt haben. Früher hat man gesagt, Ja. automatisches Schreiben. Da hat man gesagt, okay, ich lasse es fließen, es kommt, die Ideen und die Geschichten. Und bei dir ist dann in der Rückschau, sage ich jetzt mal, eigentlich genau andersrum gekommen, um zu sehen, wow, diese Dinge gibt es ja tatsächlich. Wird man von dir dann mehr lesen oder was machst du denn gerade? Wie ist denn deine Zukunft? Ja, also ich habe jetzt den ersten Teil so angelegt, dass es noch ein bis zwei Fortsetzungen geben kann. Also das ist auch schon alles soweit vorgefertigt. Der zweite Teil davon ist fertig, komplett. Es war auch ein Entstehungsprozess von mehreren Jahren wieder. Also den ersten Teil habe ich von 2015 bis ja, 2017 geschrieben und dann noch 2 Jahre lang überarbeitet, bis er dann Anfang 2020 rauskam. Und während des Überarbeitungsprozesses habe ich dann schon am zweiten Teil gearbeitet, der jetzt mit Lektorat, mit allem fertig ist. Jetzt suche ich mir nur noch einen Verlag oder vielleicht mache ich es auch diesmal im Selbstverlag, um den rauszubringen. Der knüpft dann an diesen ersten Teil an, wird überraschende Wendungen enthalten, die ich jetzt natürlich nicht verraten kann, Ne, ist aber geheim. auch noch mal eine andere Perspektive. Was Und hast du denn, für eine Botschaft, wenn jetzt tatsächlich mal ja, jüngere Menschen zuschauen würden oder wenn jemand teilt und sagt, Mensch, Sohn, Tochter, hier haben wir mal ein Interview, das ist vielleicht auch was für dich, hier spricht auch mal ein jüngerer Mann, hör mal zu. Was hast du denn für eine Botschaft für die heutige, ja, ich mal, ja, Jugend? ja, trotz meines noch relativ jungen Alters sind mir diese alten Werte sehr wichtig. Es kann auch sein, dass das so ein bisschen aus diesem Samurai-Leben stammt, dass man mit Ehre lebt und seinen Eltern Ehre entgegenbringt, dass man Empathie hat, Mitgefühl und nicht nur egozentrisch lebt und nicht nur im Außen, also dass man sich nicht nur selbst verkauft, sondern auch sein Gegenüber anhört und wahrnimmt. Also diese alten Werte wie Freundschaft, Familie und Liebe, die sind meiner Meinung nach so ein bisschen verloren gegangen die letzten Jahre. Und ja, wer weiß, wofür jetzt die Krisenzeit gut ist und gut war. Da hat man sich vielleicht wieder zurückbesonnen. Wer steht überhaupt zu mir? Auf wen kann ich mich im engsten Kreis verlassen? Wen habe ich angerufen? Wer hat mich angerufen in dieser Zeit? Das kristallisiert dann wieder einiges raus. Aber nicht nur die alten Werte, sondern es soll auch wirklich ein Trost sein, wenn jemand stirbt, dass man weiß, ich sehe den auf jeden Fall wieder, wenn er eine Bedeutung hatte in diesem Leben. Man trifft sich, sogar wenn das Tiere sind, wenn das der treue Hund ist, den trifft man wieder, den trifft man im Himmel, den trifft man aber auch im nächsten und übernächsten Leben. Und man kennt sich seit vielen Leben. Ich habe auch diesen Himmel, von dem alle möglichen Religionen erzählen, habe ich auch erlebt in dieser Rückführung. Also es war nicht nur eine Rückführung in ein früheres Leben, sondern mir wurde auch noch eine Episode aus einem anderen Leben
gezeigt. Dazu komme ich gleich noch. Und mir wurde mein eigener Tod gezeigt, wie ich dann in den sogenannten Himmel aufgestiegen bin. Und in diesem Himmel habe ich beispielsweise meine verstorbene Mutter mit meinem verstorbenen Stiefvater getroffen, die da gut gelaunt auf mich zukamen und gesagt haben, ja, genieß doch dein Leben, es ist, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, uns geht's gut. Das ist ja das, was man dann auch immer hören muss, wenn man traurig ist. Den Verstorbenen geht's gut, ja, dann geht's einem auch als Trauernden gut. Und ja, aber denk jetzt nicht so viel an uns, sondern genieß dein Leben trotzdem und dann sehen wir uns ja bald wieder, weil im Himmel ist so, ein Leben von 80 Jahren ist ja nichts, da vergeht die Zeit ja wie im Flug. Und in diesem Himmel habe ich auch meine Oma getroffen, die noch lebt aktuell. Das heißt, man trifft nicht nur verstorbene Seelen, sondern es ist ja immer nur ein Teil der Seele inkarniert aktuell. Und dieser andere, größere Teil, den kann man dann auch von gerade inkarnierten Menschen treffen. Meine Oma, die hat mir gesagt, dass sie mir sehr dankbar ist für das, was ich für sie getan habe. Und das hat sie mir im jetzigen Leben nicht sagen können, weil sie erkrankt ist und es nicht mehr so versteht. Ja. Und weitere Themen, also ich habe mehrere Themen da aufgegriffen, sind neben dieser Gesellschaftskritik auch diese Fähigkeit zum kritischen Nachdenken, dass man nicht alles, was in den Medien kommt, was man irgendwo aufschnappt oder auch in Schulbüchern liest, direkt annimmt, sondern sich seine eigenen Gedanken macht, passt das überhaupt zusammen, was uns da erzählt wird? Also ich habe das so ein bisschen als Weltverschwörung im Buch eingebunden. Das nennt sich da die Adler. Das ist so diese oberste, alleroberste Schicht, die hinter den Politikern steht und in Wahrheit die Fäden spinnt und die da auch sehr skrupellos sind. Und diese weltweite Verschwörung, das ist dann so, kann man sagen, das Böse, der Antagonist zum Protagonisten. Das sind so die Themen, also vor allem dieser Perspektivenwechsel, einfach mal was anderes sehen, eine andere Sichtweise, das kann schon sehr, sehr viel verändern. Ja, diese Perspektivenwechsel, die fallen uns ziemlich schwer in sich mit den anderen. Ich habe das immer wieder in Diskussionen, wenn wir gemeinsame Filme oder gemeinsame Bücher lesen, auch von Menschen, die vielleicht noch ein anderes oder ja nicht das Weltbild haben, das ich habe. Es ist interessant, wie dann jemand ein Buch zusammenfasst, was sich eher herausnimmt aus seinem Weltbild, um das zusammenzufassen oder bei einem Film. Und erst in diesen Gesprächen, und dann haben wir wieder beim Austausch tatsächlich, wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht oder gegenüber sitzt, dann hat man tatsächlich auch wieder die Erkenntnis, wow, so kann man das auch sehen. Und auch das ist richtig. Also man kann nicht sagen, ja, du siehst es jetzt falsch, sondern ich habe es jetzt ganz anders zusammengefasst, ich sehe das so, aber das, was du sagst, das stimmt auch, aber ich hätte es anders zusammengefasst. Ja. Und das, glaube ich, müssen wir auch wieder lernen. Gerhard Hüther mit seinem neuen Buch, der schreibt, wir informieren uns zu Tode, der sagt, wir sollten wieder mehr anfangen zu leben, denn diese Fülle an Informationen, dieses, wo man gar nicht mehr einordnen kann, sagt er, das ist ja auch völlig unbrauchbar fürs Leben, sondern, wie hast du vorher gesagt, dass diese Werte, da man sagt, wir treffen uns von Auge zu Auge, wir tauschen uns tatsächlich physisch aus und so weiter, diese Dinge, die sollten wir wieder mehr zu uns kommen lassen. Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Ich kann noch zu dem anderen Leben was Kurzes erzählen. Das passt jetzt ganz gerne, weil es interessiert natürlich die Zuseher sehr, wenn jemand eine Rückführung gemacht hat. Wie war das? Wie eindrucksvoll waren denn die Bilder? Welche Sinne waren denn hier berührt? Wie ging es dir dabei? Ja, als ich das Buch geschrieben habe und auch im Vorfeld bei der Recherche, die ja über viele Jahre ging, konnte ich mir das auch nicht ganz so genau vorstellen. Was passiert denn bei einer Rückführung? Wie fühlt sich das an? Ich konnte das ja nur, wie ich mir das vorstelle, beschreiben. Und es war tatsächlich ein bisschen anders. Während dieser Hauptrückführung, also als ich in dieses Hauptleben, was anscheinend so ein bisschen wie ein Parallelleben zu dem jetzigen angesehen werden kann, während dieser Hauptrückführung habe ich noch einmal kurz eine Episode aus einem ganz anderen Leben erlebt. Wie so ein harter Cut in einem Film, plötzlicher Szenenwechsel in eine ganz andere Szene. Mhm. Und da habe ich mich auf einmal in einem Erdloch gefunden. Es war so eine Art Kerker.
Und ich habe vom Gefühl, man spürt das ja dann immer, wer man ist und in welcher Zeit man lebt. Ich habe gespürt, ich lebe jetzt so ungefähr im Mittelalter. Ich war auch so mittleren Alters, schätze ich mal, so 40, 45 müsste ich gewesen sein. Und ich war zerlumpt, ich war lange schon eingekerkert und ich war ein Schriftsteller in diesem anderen Leben, was mir da irgendwie noch kurz gezeigt werden musste. Und ich wusste, ohne andere Episoden zu erleben, hatte ich das Wissen von diesem Schriftsteller. Und ich wusste, ich bin jetzt hier eingekerkert und ich werde da nicht mehr rauskommen. Ich werde in diesem dreckigen Erdloch sterben, weil ich Geheimnisse veröffentlicht habe, die diese Führungsschicht nicht veröffentlicht haben will. Die wollen dieses Wissen für sich behalten, um ihre Macht zu behalten, weil Wissen überwiegend Macht bedeutet. Und weil ich halt ihnen entgegenstand, bin ich dann umgebracht worden. Das ist so jetzt die Parallele. Ich habe jetzt auch wieder den Drang, bestimmte Dinge auszuplaudern, die ich fühle oder die mir so reinkommen. Die müssen nicht richtig sein. Das ist auch teilweise symbolisch gemeint in meinem Buch. Und einfach zeigt halt vor allem auch eine andere Sichtweise, also ein bisschen abstrus. Es geht, kommt ja auch das Element des Fliegens vor. Ich denke nicht, dass ich fliegen kann oder jemand, außer als Seele oder in höheren Dimensionen. Und ja, das ist auch eine weitere autobiografische Parallele. Ja, also das ist ein Weltbild, eine Erkenntnis, die aber eigentlich, wie gesagt, so alt ist wie die Menschheit. Immer wieder wechseln wir hier die Weltbilder und die moderne Wissenschaft wird diese Weltbilder sich auch noch erarbeiten dürfen. Aber wie gesagt, wir sollen nicht so viel im Außen sein, sondern mehr im Innen. Wir können wieder mehr auf unsere Gefühle, auf unser Herz hören, denn das führt uns eigentlich ganz gut. Wenn wir drauf hören, haben wir nicht so viele Ecken und Kanten, die wir durchlaufen müssen oder so viele Umwege, sondern es geht dann leichter. Wie geht's dir denn jetzt, dass du deine große Liebe jetzt wieder entdeckt hast und gefunden hast? Ihr seid ja verheiratet, ich glaube, ihr Kind ist schon da, Hund ist da. Das Leben hat sich geändert, oder? Ja, von jetzt auf gleich war alles anders und doch so wie scheinbar immer. Also es war so, als wäre vorher das Leben unbedeutend gewesen, wie so ein Traum. Und dann wacht man auf einmal auf in dem wahren Leben. Und man knüpft dann an dieses frühere Leben und was weiß ich, wie viele Leben vorher wir schon zusammen erlebt haben. Man kennt sich auch direkt, man weiß direkt, was der andere für eine Person ist, was er für Gedanken und Sehnsüchte hat. Das spürt man direkt. Und man denkt, man ist seit 30 Jahren verheiratet und ja, wir sind jetzt seit knapp über 2 Jahren verheiratet. Auch das Kind, das ist gehört, hat schon immer irgendwie dazugehört, das war ganz klar, dass der kommt. Und natürlich habe ich den Sohn dann auch Leo nennen müssen, weil das ja, musste einfach so sein. Der heißt Leopold, nicht Leonidas wie in dem Buch, aber der Name hat mir schon immer gefallen. Ja. Ja, du, lieber Michael, es war mit Sicherheit ein interessantes Gespräch, ein erster Ausblick. Wir sind gespannt auf deine weiteren Romane und ich wünsche vielen Menschen den Zugang, wenn es über einen Roman ist, zu dieser ja, größeren Erkenntnis unseres Seins. Da gibt es noch viele Geheimnisse, die wir lüften dürfen und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und auch unseren Zusehern. Danke, nächste Woche geht es weiter mit spannenden Themen. Ja, ich danke dir auch für das sehr herzliche und nette Gespräch. Bis bald.